Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Ich entschuldige mich einmal, dass ich beim letzten Mal die Folge so drastisch beenden musste, aber Moment. Escape darf ich nicht drücken, glaube ich, oder? Wenn ich Escape drücke, gehe ich, glaube ich, aus dem Spiel. Kann das sein? Ich probiere es. Ah, okay. Dann werde ich beim nächsten Mal nicht mehr die Folge so ganz plötzlich beenden. Das ist doch wunderschön. Nochmal, Entschuldigung. Aber irgendwie musste ich ja ein wenig Speeds da reinkriegen. Ich dachte, das ist nur kurz der Ladebildschirm und dann ist das Kapitel da so ein bisschen vorbei. Aber, naja. Auf jeden Fall sollten wir jetzt ein bisschen mehr in Sicherheit sein. Das finde ich schon mal sehr gut. Danke. Können wir euch irgendwie helfen? Immer noch mal einen Gartenzaun. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. Und jetzt geht's zu uns, ne? So sieht das aus. Würdest du... Dein Junge ist ein Lebensretter. Oder wir brauchen davon Hilfe. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Ja, toll! Do you know this man? Yes. Aww. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll Super, go see geil. What I have. Schnell, ab rein da! Ich habe keine Lust mehr zu umpillen. Wie wär's, wenn wir das Tor noch schließen? Hoffentlich kommt er jetzt nicht mit der Knarre raus. Oh, super, keine Knarre. Bandagen. Let's have a look. Yeah. Sehen wir uns das mal an. Ah, ich habe eine perfekte Therapie, eine Bandage. Es tut teuflisch weh. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Lee. Es macht nichts. Das It's geht dich Lee. Nichts an. Nice ich habe nichts you, getan. Lee. I'm Herschel Green. Ah, er kennt jetzt meinen Namen. Super. How'd this happen? Sagen wir es genauso. Mit dem Autounfall. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Nach Hause. Home. Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? Oh, girl? Gott. Sind wir ehrlich. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. Wir haben nicht gelogen. Wir haben die Wahrheit nur ein bisschen gedreht, bis sie besser klang. I didn't catch your name, darling. Clementine. Okay, Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Oh. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. Guter Plan. That doesn't seem necessary. Tut es das? I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Es wäre auf jeden Fall gut. Ja, dein Sohn hat recht. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Ich weiß nicht, ob ich ihn sauer machen sollte. Ein überfahrener Mann, ein toter Polizist, kriecht auf den Boden herum. I saw a cop come back from the dead. Ah. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. Genau, wollte ich gerade sagen. Das können wir übernehmen, denn wir sind ja neu hier. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Ah, die Bandagentherapie. If the leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? Amputieren? They'll probably just have to shoot you. Oh. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Okay. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir hier länger bleiben können. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir hier länger bleiben. Das wäre der Plan, dem ich hier nachgehen würde. Wie wär's, wenn wir oben schlafen? Achso, oben schlafen schon welche. Oben werden wir trotzdem sicherer. Wie Heu? Ah, scheiße. Shit. Shit.
I'm sorry. That was a swear. Oh Gott. Entschuldigung. I missed my mom and dad. I bet, Clem. Das glaube ich dir. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Schlaf erstmal. Ich hoffe nur, dass hier nichts reinkommt, denn wir sind ziemlich weit unten. Und die Musik sagt mir, dass wir nicht gerade sicher sind, außer jemand hat einen sehr komischen Musikgeschmack. Ja, weg nur alle auf. Psst, da ist er. Hier werden wir mal einen Blick nach draußen werfen. Oder wieder einpennen. Das ist auch gut, wenn man direkt wieder einpennen kann. Solange wir jetzt nicht denselben Traum haben, wäre doch alles spitze. Hey, get up. I'm itchy. Aww. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. So langsam gewöhne ich mich schon dran, dass der Daddy sagt. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Die Ente? Ausweichen oder quaken? Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. Das habe ich gehört. Word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Wenn mein Bein wieder in Ordnung ist, kein Problem. Klar komme ich mit. Vielleicht mal abwarten, was sure, hier gibt. We'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Oh, das... Thanks. Oh. Well, we should get to work. Immerhin vertraut sie mir. Als Babysitter. There, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever das I take a von SpongeBob. Oh, ist es nicht schon ein wenig spät, um einen Zaun zu bauen? Nee, um Gartenlandschaft zu betreiben. I can keep an eye on your little girl here on the porch. Es we can visit. Zu spät. Aber auch nur, wenn das für Clementine in Ordnung ist. Okay, das hat sich gerade, glaube ich, erledigt. Meine Kleine hier. Achso, ich dachte gerade. Achso, ich kann mich wieder bewegen. Zurück in die Scheune. Nein, ich helfe denen. Keine Sorge. Ah, I'm dead serious. Okay. So böse guckt er nicht. Ja, aber uns geht's ja anscheinend wieder gut. Sprechen Sie mit jedem. Sprechen wir doch hier mit unserem Redneck. Eigentlich weniger ein Redneck, aber egal. Hey there, Kenny. Immerhin kannst du die Namen merken. Da bist du schon mal besser als ich. Wie geht's eurem Sohn? Kann ich helfen? Need any help? No, I think I got it. Oh. Do you need any help? What do you mean? Vielleicht mit dem Bein? I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nicht wirklich. No kids. Would have liked one then. Aber scheint ja zu gehen. Wie geht's deinem Sohn, oder? Nee, erstmal, was hast du jetzt vor? So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government'll start handing out shots and the National Guard'll do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, solange die Teile nicht schwimmen können. Katja wouldn't be wild about it, ansonsten but können wir rudern. Not that bad. Oder die mit dem Ruder aus dem Wasser hauen. Bam, ins Gesicht. So, wie geht's deinem Sohn? How's your son doing? Good, I think. Katja's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Dann bin ich ja froh, dass ich hier gelandet bin. Du hast Interesse an seiner Familie gezeigt. So sieht das aus. Mit wem kann ich hier noch reden? Irgendjemand in der Farm? Denn da würde ich gerne rein. Kann man irgendwie sprinten? Denn ich bewege mich. Achso. Ah. Es kommt oft durcheinander. Hey, ich kann hier rein. Coole Sache. Hier habe ich also gepennt.
Ah, sieht nicht so ganz luxuriös aus, aber ja, der Killerblick kann damit umgehen. Das ist ja nicht so das Problem, ne? Hi, kleiner Mann. Der Trecker. Ah, was für ein schöner Trecker. Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill, though. Ah. I'm good. Brauchst du nicht? Schade aber auch. Was, reden wir erstmal mit ihm hier. Mit ihmchen, vielleicht können wir ihm mal helfen. Sean's still working on that fence. Ja, das ist mir klar. Rede mit ihm. Hey, Lee. Kann ich helfen? Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Ah, mit Sicherheit. Das kriege ich auch schon noch irgendwie hin, hoffe ich. Schneller! My dad doesn't know how bad it is. Oder vielleicht leugnet er es. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Oh. Damn. Okay, was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. So ein Arsch. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. So gesehen. Ja, ich habe ein Mädchen getötet. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Das wird Dad schon just nicht wants to vergessen. Keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in there. Oh man, I hope so too. Es wird schwieriger zu kommentieren. Diese Dichte ist einfach sehr extrem. That's probably all I need cut for now. Thanks. Okay. Immer gern. Kann ich dir auch helfen, dir dran zu machen? And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Da war ich doch gerade. Ah, da ist er doch. Sollen wir noch mit den Kleinen reden? Kleiner Mann hier. Alles klar? Hallo. Ach, das war schon. Einfach nur mal winken. Ach so, man kann auch mit ihm reden. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. Tu das. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. Hast du schon gesagt? I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Geile Stimme. Warte. How are these things to drive? Awesome. Pain in the ass, mostly. Big, heavy as hell. Slower than Shit. Hatten wir ja schon. Warte mal. Was sagt ich? Achte jetzt auf den Enter. Keine Sorge. How you doing, Duck? Good. Ich fahre den Traktor. I'm the foreman. Okay. Lift with your back, Sean. Mach den Rücken krumm. Ah, okay. Bück dich, du Stück Scheiße. Ich verstehe schon. Do you think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Plan. Schön, dass hier einer einen Plan hat. Kann ich mit dem noch kurz reden über irgendwas? Hey, Lee. Hey, alles klar? Kann ich helfen? Nochmal? Still need a hand? I'm good. Maybe go check on my dad in the barn. Okay, hatten wir schon gesagt. Dann gehe ich mal zu deinem Vater, ne? Geh ich mal zu deinem Vater und dein kleiner Junge, der fährt hier einfach mal Trecker. Wie bin ich jetzt so schnell... Okay, keine Ahnung, wie ich jetzt so schnell hingekommen bin. Hi, howdy, was geht denn ab? Ich bin nur hier, um zu glotzen. How'd you get out of Atlanta? Zu Fuß. Nee, ich wurde im Auto genommen. And then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Auf jeden Fall. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Irgendwie was schon. Brought up to? Yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Ich glaube, wir sind ja geschieden. Meine Eltern lebten in Merkel. Keine Frau mehr. No wife.
Not anymore. I think she's up in Virginia, maybe. Sorry to hear it. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? So ziemlich, ne? Ja. I was being attacked and she came to my rescue. So gesehen. Es war andersrum. So gesehen wurde ich zweimal gerettet. Jetzt kommt's. What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, and they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Was macht denn ihr da? Hat der Junge den mit dem Traktor überfahren? Schön, dass er den Traktor anmacht. Alter, fahr doch zurück. Fahr mit dem. Du hast ihn wirklich überfahren. Alter. Ich muss jetzt nicht. Oh Gott, hilf dem einfach. Hilf dem einfach. Zieh den da raus. Und dann helft dem anderen. Irgendjemand muss dem anderen auch noch helfen. Komm, zieh ihn einfach jetzt da raus. Dreht ihm ins Gesicht. Dreht ihm ins Gesicht, dann geht es schneller. Hau ihm ins Gesicht und du hilfst dem anderen. Los jetzt. Hau ihm. Bam, ins Gesicht. Kriegst du den rechten Haken, mein Freund. Und jetzt den anderen. Helf dem anderen, helf den anderen, helf den anderen. Schön, dass der abhaut. Fahr zurück. Irgendwas. Nein. Oh Gott. Wenn ich das glauben würde, haben wir jetzt auch noch die Kacke am Dampfen. Oh, scheiße. War das eine Fehlentscheidung? Ich wollte einfach nur schnell dem Jungen helfen. Oh nein, ich hab's gewusst. Get the fuck out of here! Das ging schnell. Sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. And you, you didn't even try to help. Ich war dabei, seinen Jungen zu retten. I thought I could help them both. Look at him. Oh, you scheiße. Thought wrong. And now? Das war die falsche Entscheidung. Oh please. Gott. Just go. Aber was wäre passiert, wenn ich ihm geholfen hätte? And never come back. Und das war unser Platz. In der Klemme. Oh, shit. Sind wir jetzt wieder auf uns allein gestellt? You've got that ride to make it if you want it. Immerhin. Danke. Heilige Kacke. Ich hab wirklich probiert, in dem Fall jetzt beide zu retten. Oh, scheiße. Ja, mit dieser Fehlentscheidung würde ich mal sagen, muss ich das leider kurz beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wenn ihr mehr von The Walking Dead wollt, dann schreibt mir das doch bitte. Oh Gott, und sagt mir, wenn ihr das Spiel selber mal gespielt habt, ob wir... Nur mal so als Frage, sagt mir das dann mal. Also nicht zu weit vorspoilern, einfach nur sagen, was wäre wirklich passiert, wenn ich probiert hätte, ihm zu helfen. Weil ich überlege gerade, was wäre passiert, wenn ich ihm geholfen hätte? Wäre dann der Junge gefressen worden oder eher angeknabbert, so wie das war? Ich weiß es nicht, ich könnte es mir vorstellen. Und dann wäre er wahrscheinlich sauer auf mich gewesen und er hätte mich vielleicht, sein Vater hätte mich vielleicht trotzdem rausgeschmissen. Ich weiß es nicht. Ich meine, immerhin habe ich den etwas trotteligen Sohn seines Sohnes gerettet. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.